Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott erhört Gebet. Das haben wir schon so oft erlebt. Und wir wollen dich heute ermutigen, nicht aufzugeben. Auch wenn du noch nichts siehst. Gib nicht auf. Hoffnung um 12. Ja, das ist eine Sendung, wo wir dir sagen möchten, gib nicht auf. Heute von mir die Frage, in was investierst du? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. In was investierst du? Viele sagen, Gold ist jetzt das Richtige. Ja, da hat man was. Andere sagen Immobilien. Andere sagen Renten, das und jenes und so weiter. Hast du dir schon mal überlegt, auch in Freundschaft zu investieren? Das wäre doch eine Sache. Und vielleicht gerade die Freundschaft mit dem lebendigen Gott in so eine Gemeinschaft hinein. Denn all der Reichtum wird vergehen. In Sprüche 18, Vers 11 heißt es, manch einer denkt, sein Reichtum würde ihn schützen wie eine hohe Mauer. Doch das ist nichts als Einbildung. Es ist alles nichts als Einbildung. Wo haben wir auf dieser Erde noch irgendwo eine Sicherheit? Aber wir haben eine Sicherheit in Gott, in dieser Beziehung mit Gott. Und das ist das, in das sollten wir investieren. Und danke, Herr, dass jeder, der sich da rein investiert, ich danke dir dafür, dass du mit jedem bist und dass es richtig Freude macht. Und Herr, dass das wahre Gold ist, das wir haben und mit dem wir leben können. Herr, ich danke dir dafür, für den Schatz, dich zu haben, dich kennen, gelernt zu haben und mit dir zu leben. Danke, Herr. Amen. Auch heute wollen wir für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und eine Frau schreibt für eine Bekannte. Hallo ihr Lieben in Karlsruhe, eine Bekannte von mir erzählte mir, dass sie seit vielen Jahren versucht, schwanger zu werden. Sie sagte, sie hätte an der Gebärmutter eine Endometriose und das würde verhindern, dass es zu einer Schwangerschaft kommt. Ich weiß, dass für Gott nichts unmöglich ist und ich danke dem Herrn für ein Wunder und euch für eure Gebetsunterstützung. Ja, danke Jesus. Wir wissen, dass dir nichts unmöglich ist und du kannst auch bei dieser Frau eingreifen. Und ich danke dir, dass diese Endometriose geheilt wird, dass sie verschwindet und dass du, Jesus, sie berührst und mit deiner Heilungskraft durchströmst. Und ich danke dir, dass du diese Schwangerschaft gelingen lässt, dass du ihnen diesen Wunsch erfüllst für ein Kind. Und ich danke dir, dass es ein wunderbares Kind wird. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass du etwas auf den Weg bringst, das für Menschen unmöglich ist. Aber du kannst es und wir vertrauen dir. Danke, Jesus, für diese Frau. Amen. Amen. Und auf WhatsApp schreibt ein Mann, hallo zusammen, ich brauche Gebet für eine schwierige Familiensituation. Und Jesus, wir wissen nicht, was diese schwierige Situation ist, aber du weißt es. Und ich danke dir, dass du diesem Mann begegnest, dass diese Familiensituation sich auflöst in eine wunderbare, ja, Frieden und in eine wunderbare Lösung, die du dafür hast. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass diese Familiensituation nicht mehr schwierig ist, sondern dass sie eine Freude ist. Und ich danke dir, dass du genau die Ursache kennst und dass du an der Ursache arbeitest. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Ich leide seit Wochen unter einer Speiseröhrenentzündung, bekam auch Tabletten, die aber eher nichts nützen, denn seither habe ich auch sehr oft Magenschmerzen. Bitte betet für mich um vollständige Heilung. Gott kann es tun. Vielen Dank. Ja, Gott kann es tun und er wird es tun. Danke, Herr, dass du jetzt der Herr bist über diese Entzündung. Herr, ich danke dir dafür und auch über diese Magenschmerzen. Und danke, Herr, dass du Wunder über Wunder tust. Ich danke dir dafür, Herr,
Wirke du Großes, wirke du, Herr, Heilendes. Und Herr, danke, Herr, dass du auch in all diese Organe, in den ganzen Mechanismus, Herr, deinen Frieden hineintust, Herr. Ich danke dir dafür. Danke von Herzen. Amen. Amen. Eine Frau schreibt für ihren Mann: Mein Mann leidet an extremer Schlaflosigkeit und er schläft sehr selten durch. Bitte betet für ihn, dass Gott seine Schlaflosigkeit komplett heilt. Ja, danke, Herr. Auch Herr, bei diesem Mann, Herr, dass auch da Friede und Ruhe, Herr, in seinen ganzen Körper hineinkommt. Herr, danke, Herr, auch in seinen ganzen Mechanismus ein Gleichgewicht und Herr, dass er auch wirklich Mut hat, Dinge loszulassen. Herr, ich danke dir dafür, dass Ruhe hineinkommt. Danke, Herr, dass er schlafen kann, dass er sich erholen kann. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du mit ihm bist. Amen. Amen. Drei Menschen haben Gottes Hilfe erfahren und das habe ich euch mitgebracht. Ein Mann berichtet: Gott hat mir, als ich finanziell kaum noch die Rechnungen bezahlen konnte, eine Arbeit geschenkt. Das hat mich gerettet. Gott hilft immer. Danke. Und das ist wahr. Gott hilft immer. Und ein weiteres Zeugnis: Gott hat geholfen. Meine Enkelin wurde von Drogensucht geheilt und der Friede ist in der Familie wiederhergestellt worden. Ich bin dankbar für Gottes Eingreifen. Ja, und das kann man wirklich verstehen bei so einem wunderbaren Eingreifen Gottes. Und eine Frau aus der Schweiz erlebte Gottes Hilfe. Gott hat wunderbar in meinem Leben gewirkt. Ich habe mehrere Heilungen erlebt. Vor 21 Jahren hatte ich Krebs und musste zweimal operiert werden und bekam Chemo. Danach kein Krebs mehr. Meine Schultern wurden vor 10 Jahren geheilt. Und vor 2 Jahren meine Hüftgelenke. Einfach wunderbar und herrlich. Unsere 2 Enkelkinder, 10 und 11 Jahre, sind zum Glauben an Gott gekommen. Lob und Dank dem Herrn. Das ist wirklich eine Freude, wenn die Familie zu Gott kommt. Es ist auch eine Freude, was für eine Vielfalt der Gebetserhörungen wir erleben. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Auf WhatsApp. Sende uns einen Text oder ein kurzes Video. Der Tipp des Tages: Was investierst du? Ich habe mal eine Aussage gehört: Die Zeit, die ich für Gott investiere im Gebet, die bekomme ich zurück. Also, die zählt gar nicht, die fehlt gar nicht. Ich sage dir, probier das mal aus. Ich glaube, du gewinnst sogar noch Zeit dazu. Wenn du Gebet brauchst, wir sind für dich da. Schick uns einfach dein Anliegen oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ich möchte dir heute unser Magazin empfehlen. Schau dir diesen kurzen Clip an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir verabschieden uns heute und wünschen dir einen gesegneten Tag. Alles Gute und Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.